Ja, moin ihr Lieben und frohe Ostern. Das ist ein Gruß, das ist ein Wunsch, den ich besonders gerne ausspreche. Denn er erzählt von der Auferstehung. Nicht nur im religiösen Sinne, sondern auch die Auferstehung der Natur, die wir überall sehen können, wo es sprießt und grünt. Und vielleicht auch die Auferstehung symbolisch in uns selbst, die wir an jedes Jahr, jedes Mal im Frühjahr neu erleben können, mit dem neu erwachenden Leben. Ja, ich habe euch heute mal mitgenommen in meine alte Heimat nach Aumühle bei Hamburg, um mich da mit euch auf Spurensuche zu begeben. Auf literarische Spuren natürlich, aber auch auf die Spuren in der Natur und heute natürlich auch auf den Spuren des Osterhasen hoppelnd. Ja, mal schauen, was ich da so entdecken kann, was ich euch gleich mal zeigen kann. Mir strömt hier schon ein wunderbarer Duft entgegen, leicht nach Knoblauch. Ja, ihr werdet es sicherlich erkannt haben, den Duft, das ist Bärlauch. Bärlauch, auch Bärlauch hat jetzt im Moment Saison. Und so halte ich mal die Kamera an Bärlauch heran. Da sehen wir, dass auch der Osterhase ein Bärlauch-Fan ist und ein paar Eier versteckt hat. Ja, Bärlauch und Taraxacum, das scheinen Freunde zu sein. Sie wachsen hier jedenfalls ganz eng beieinander. Taraxacum, darauf hatten wir ja schon vor ein paar Tagen den Blick gelenkt, am Taraxacum-Tag, am Löwenzahntag. Heute liegen die Eier also zwischen Taraxacum und Allium ursinum, so der botanische Name des Bärlauchs. Ursinum, da steckt die lateinische Wurzel urs. Ursinus drin, der Bär, Ursula, der weibliche Vorname, die kleine Bärin, hat damit auch zu tun. Ja, Bärlauch ist auch ein wunderbares Heilkraut, so wie Taraxacum die Wandlungskräfte im Menschen stärkt. So schrieben die alten Germanen, die alten Kelten dem Bärlauch Bärenkräfte zu. Wer davon nascht, wer das verzehrt, auf den gehen die Kräfte über. Bärlauch ist auch eins der ersten grünen Kräuter, die mit dem kommenden Frühjahr genossen werden können. Also auch hier eine sehr willkommene Nährstoff- und Vitalstoff. Quelle. Literarische Spuren sind hier auch zu finden. Und zwar, was entdecken wir da? Goethes Osterspaziergang. Auch der steht im Bärlauch versteckt. Das möchte ich gleich mit einer Einladung verbinden. Und zwar am Ostermontag, dem 10. April 2023, von mir aus gesehen gerade morgen, möchte ich euch gerne einladen, von 19 bis 20 Uhr zu einer literarischen Stunde, zu Goethes Osterspaziergang. Vom Eise befreit sind Strom und Bäche, durch des Frühlings holden, belebenden Blick im Tale grünet Hoffnungsglück. Der alte Winter in seiner Schwäche zog sich in raue Berge zurück. Ja. Ich hoffe, wir sehen uns morgen Abend. Schreibt mir gerne eine E-Mail über meine Website seeundsterne.de. Dann sende ich euch den Zoom-Link zu und wir können ein bisschen plaudern über Ostern,
über Goethe, über den Osterspaziergang und über die erwachende Natur. Frohe Ostern, ihr Lieben. Tschüss, bis zum nächsten Mal.